Hallo ihr Lieben, guten Morgen, hier ist Nathalie und wir sind heute schon wieder am 19. Dezember oder beim 19. Dezember angelangt, 2011. Heute am Montag habe ich mir gedacht, kommen die Erzengel mal wieder zu Bord und da haben wir sofort den Erzengel Jophiel und die spricht von Aufräumen. Sie sagt, trenne dich von unnötigen Dingen, kläre die Energie in deinem Umfeld und wende die Prinzipien des Feng Shui an. In Verbindung mit der zweiten Karte, nämlich die Gottgeschenke-Karte vom Erzengel Sandalfon, ist es nur zu logisch, dass die Lieben uns wieder mal darauf hinweisen wollen, dass wir erstmal wieder die Energie um uns herum klären sollten und da mal ein bisschen ausmisten sollten wieder, bevor wir wesentlich besser in der Lage sind, die Geschenke von da oben anzunehmen und in unser Leben zu lassen. Also es ist jetzt wirklich wieder mal ganz wichtig, sich von unnötigem Klatter im Haus zu trennen, zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal wieder, so kurz vor Weihnachten steht da sowieso so ein kleiner Putz an wahrscheinlich, im einen oder anderen Haushalt. Da macht es Sinn, mal durchzuforsten und mal gucken, was kann man denn da loswerden. Rein äußerlich betrachtet, was verunreinigt die Energie. Sie zeigen mir jetzt komischerweise auch Pflanzen, die so am Dahinsiechen sind und denen es nicht so gut geht. Das nimmt auch Energie aus dem Raum. Also wenn ihr Pflanzen habt, denen es nicht so gut geht, dann kümmert euch entweder darum, dass es denen wesentlich besser geht und nehmt auch alle schon welken Blätter oder alles, was da nicht mehr so dran stimmt, tut's weg, schneidet's weg. Oder wenn die Pflanze nicht mehr zu helfen ist, dann entsorgt sie am besten gleich ganz. Achtet einfach wirklich drauf, dass die Energie in den sämtlichen Räumen, in denen ihr euch aufhaltet, wirklich stimmt. Speziell in den Räumen, wo ihr euch zurückzieht und wo ihr meditiert, wo ihr euch hauptsächlich aufhaltet. Guckt wirklich, wie es da aussieht, ob man da ein bisschen die Energie klären kann, indem man einfach Sachen, die man einfach gar nicht braucht, weggibt oder rausstellt oder vielleicht auch mal Klamotten, die ihr nicht mehr braucht, mal weggibt. Dann ist wieder wesentlich mehr Platz für Neues. Sie sagen auch in den Schränken, um jetzt ganz explizit drüber zu sprechen, in Schränken und Schubladen, also wenn da Chaos herrscht, hat ja jeder irgendwo im Haushalt, denke ich mal, zumindest die meisten Menschen, dann ist es auch da sehr reinigend, da mal in den Schränken Ordnung zu schaffen, auch wenn da eine Tür oder eine Schublade zu ist. Es ist trotzdem sehr erleichternd für die Seele, wenn dann da mal ein bisschen aufgeräumt wurde. Also es klingt jetzt so, als wärt ihr alle irgendwie unordentlich, um Gottes Himmels Willen, das möchte ich natürlich nicht behaupten und nicht sagen. Aber die lieben Engel sagen einfach, es ist in jedem Haushalt gibt es Ecken und Räume, die vielleicht einfach mal wieder ein bisschen geklärt werden sollten. Und auch Keller, Dachboden und dergleichen, wenn man da seit langem schon mit dem Gedanken schwanger geht, da könnte ich mal jetzt irgendwie so ein bisschen wieder rausgeben, rauswerfen. Gut, ich meine jetzt, die Vorweihnachtszeit ist natürlich mit anderen Dingen bestückt normalerweise, aber was euch so vor die Nase kommt, bedenkt es einfach mal und gebt es ab. Ein anderer freut sich vielleicht, also gerade um Weihnachten rum, wenn es kalt wird, ein anderer freut sich sicherlich drüber, wenn ihr es nicht mehr brauchen könnt. So viel zur äußerlichen Aufräumaktion. Innerlich betrifft das Ganze natürlich auch. Gerade diese Gottgeschenke, die dann vom Erzengel Sandalfon angekündigt werden, sprechen davon, dass auch im Körper, also im Energiesystem, das wir haben, dass da auch Ordnung sein sollte und dass wir da mal wieder reingucken sollten, wie es da aussieht und ungeklärte Beziehungen oder Gespräche, die vielleicht da jetzt so schwelen, dass man sich da mal mit beschäftigt und vielleicht auch mal Dinge ausspricht, die man noch nicht ausgesprochen hat, klärende Gespräche führt,
Dinge erledigt, die schon lange rumliegen, Papierkram, was auch immer, was einen belastet und was man schon seit ewiger Zeit vor sich her schiebt. Vielleicht schafft man wirklich das eine oder andere mal wirklich wegzubringen und ja, das gibt einfach eine innerliche Befreiung, schlicht und ergreifend. Darauf wollen Sie heute so ein bisschen hinaus, die liebe Toffiel. Wenn ihr Hilfe dabei braucht, innerlich wie äußerlich, mit dieser Reinigung, dann bittet sie um Hilfe und sie wird euch definitiv auf die wichtigsten Punkte hinweisen, die speziell, jeder für sich ist speziell, und hat seine ganz eigenen Ecken und Kanten. Also insofern wird Joffiel jedem Einzelnen helfen und sagen, da schau da mal hin. Und ihr bekommt dann einfach innere Impulse und könnt dann danach einfach danach gehen. Werdet euch danach wesentlich wohler fühlen. Das soll ich euch da sagen. So, und jetzt zur nächsten Karte, die Gottgeschenke, der Erzengel Sandervoll. Wir Engel bringen dir Geschenke deines Schöpfers. Öffne deine Arme, um sie zu empfangen. Der liebe Sandervoll hat auf dem Bild auch so einen großen Kelch in der Hand. Wo Licht drin ist, wenn ihr es erkennen könnt. Die Gottgeschenke können in Form von Materiellem auf euch zukommen, aber natürlich auch in Form von Ideen, Visionen, Inspirationen, einfach innerliche Geschenke, auch Geschenke von plötzlich auftretenden angenehmen Emotionen, innerem Frieden und Dankbarkeit und alles, was ihr vielleicht in letzter Zeit ein bisschen hakelig war und das, was vielleicht ein bisschen anstrengend war, das kann jetzt auch von euch abfallen und ihr kriegt einfach auch die Geschenke, euch wohl zu fühlen und lasst es einfach wirklich auf euch zukommen, nehmt an. Macht euer Herz auf und freut euch einfach über all das, was da jetzt auf euch zukommt, in jeder Form. Und ihr tut euch, wie gesagt, wesentlich leichter, wenn ihr vorher erstmal rausschmeißt, äußerlich wie innerlich, was ihr da wirklich nicht mehr brauchen könnt. Und könnt dann jetzt schon im Vorfeld, vor Weihnachten bereits schon Geschenke in Empfang nehmen. Und die Lieben sagen wirklich, je entspannter ihr dabei seid, desto besser klappt es natürlich dann auch. Und sie sagen jetzt auch, es sind gewisse Zyklen, die gerade so im Beenden sind, Lebenszyklen, Dinge, die ihr schon lange in Bearbeitung habt, innerlich wie äußerlich, die können jetzt zum Abschluss kommen und dann kann einfach ein neuer eine neue Phase losgehen und das ist so dieser Übergang, deswegen sprechen sie hier eben nochmal von Aufräumen, Rausschmeißen und dann anschließend in Empfang nehmen der neuen Dinge, der neuen Inspirationen, des neuen Materiellen, was da auf euch wartet, was ihr innerlich schon manifestiert habt. So ihr Lieben, dann wünsche ich euch heute ganz, ganz viel Spaß dabei, rauszuschmeißen, aufzuräumen, zu klären. Ach ja, Räucherstäbchen, zeigen Sie mir jetzt noch, wer da affin ist mit Räucherstäbchen, wer die mag, der kann sie sich mit im Zusammenspiel mit einer Kerze in den Raum stellen und das klärt auch die Energie. Ist also auch ein schönes Hilfsmittel, um fremde Energien, alte Energien rauszuwerfen aus dem Raum. Also dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Und freue mich dann natürlich auch wieder auf euch und auf Dienstag. Tschüss!